Jeder junge Schwitzer meint, als ich nicht kein Full-Page hat, meint ich bin ein Loser. This is how to make $1 million. Wieso kann ein Loser sagen, wusstet ihr in der Saal, weil ihr doch keinem nicht geht in der Saal? Caterers, schools. He's gonna circle back. The beauty of having an investor. Weiß ich, wo ist der Kegel eher erst? Nein, bei der Tür, mir ist da ein Mayo. A travel agent, tu nicht raffeln, a ticket kann ich zu Surah Flagland. Right, there's millionaires and poor people no matter what. Handkommen uns das hier zu haben, Harav Rebbe Summe Ginzberg noch einmal auf dem Podcast. Sie haben gerade das erste Mal und sie haben nicht umgekommen, wie sie haben gewollt umgekommen zu sein. Sie haben dadurch die ganze Introduction, aber nicht actually umgekommen zu der Kasche, wie sie haben gewollt umgekommen zu sein. So jetzt, als wir gekommen sind in Amerika, ich weiß, dass es gerade keine Zeit und ich kann euch noch einmal vormachen der Zeit. Und hoffentlich geht meine Hand kennen dadurch die alles, was sie haben gewollt reden, letzte Mal. Und endigen für den zweiten Podcast, weil der Podcast 26, was du so kommst, der auch hat. Wie alt, welcher Name geht das an? Ich mein Number 17. Okay, ich hoffe... Not so far off. Ja. Yeah. Hopefully... Ich kann nur sagen, ich habe gekommen von dem ersten Podcast. Scheine grüßen. Schkoich. Ich hoffe, sie hat das Schmein mit, kann ich so oft hin. And hopefully geht es von 17... Hopefully geht es von 17 zu 26, nehmen wir schneller, wie sie nehmen von 14 zu 17. Pitala. 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 Der Episode ist gesponsert bei Pitala. Was uns am gewollt reden letzte Mal ist von Psychology. Psychology ist eine Sache, was jeder Business Owner bombt daran. Und sehr wenig wissen, wie er so ist, executen. Das meint mit dit alles, wir run the business, wir wollen es runnen. But the Psychology part, like man sich daran fully into it. Und man weiß, dass Jesus ist ihn, so voller Wissen von, ach, wie er so... Ein Mensch geht heran in ein Geschäft. Sie geht heran in ein Restaurant, sie geht heran in ein Computerstore, ein Mensch geht heran in ein Geschäft. Im Schaß geht heran, seht ihr, der zweite Mensch wagt heraus mit einem Laptop. Steht bei Dell, weiß welcher Model Number. Automatically geht er an, heute irgendein certain percent mehr wie früher zu kaufen den Laptop. Verwus? Weil wenn ein Mensch sieht, als ein zweiter Mensch, das ist nicht der Meucher, ein Mensch hat auch gut nicht eingelegt. Ein zweiter Mensch, wie kommen, gekauft, der Ausgang mit dem Laptop, versteht er, als jener Laptop, das ist der Laptop. Eine Reihe, jener hat es gekauft. In einem Restaurant, ein Mensch geht da ran, und er fragt, was hat man, was hat man da so? Oh, der Salmon, der beste, nimm den Salmon. Tracht er, öffst du den Salmon, der letzte Stück geblieben, in der Balbus versucht für den Waiter, mit Hand bei Nacht. Verkaufst du nicht den Stück Salmon? You're fired. Weil morgen darf man nicht mehr auf den Gabisch. Wieso weiß ich, dass bei ihm das Samen geht? Aber ich komme an, der nächste Mensch ist bei der nächsten Tisch sitzen, esst Samen, also mit der ganzen Chilu, der Chime. Verstehe ich, dass der Samen ist, dass der Samen ist, wenn der Waiter rekommend der Samen. Ehrlich ist nehmen, weil ich verstehe, sie geht von der Zweiten. Das ist die Psychology-Arbeit. Und das ist, musst du mir der erste, aber geringste Exempel. Menschen sollen allein kennen, möchte sein für sich, als Arbeit auf sei. Nicht nur für jenen, aber Arbeit auf sei auch. So du ein Buch, es ist nicht kein jüdischer Buch, es ist ein Professional Buch, es heißt Influence. Der Schreiber von dem Buch heißt Dr. Robert Cialdini. Also ein wissen, wie sie mir spielt sein Name. Cialdini, Dr. Robert Cialdini. Und er geschrieben ein Buch, es hat schon mehr wie ein Buch, und es hat schon eine neue Version von seinem Buch. Der Buch heißt Influence. Und Dr. Robert Cialdini hat getan seine Puste Sache. Er genimmt Sachen, was jeder eine weiß, aber er hat auch gewissen scientifically als er arbeitet. So hat er dort seine Rules, man kann verbringen die ganze, weiß ich wie viele Schuhe man gerade hier sitzen, aber man kann verbringen die ganze Zeit nur auf dem allein, nicht das ist der Plan, aber man kann also tief und also geht und also husche wie es ist. Ich rekommend, jeder Mensch, der will verstehen, dass er, wie die Businessarbeit bei ihm ist, soll lernen in der Buch. In der Buch ist basically eine von der foundational Sachen, ein Mensch, der wissen, wenn er ist im Business. So am Morgen kommen zu mir ein Mensch, es hat ein Jewelry Store, und er sagt mir, ich soll mir helfen, verkaufen noch Jewelry. Musst du mir weiß, denke alle, als in einem Silbergeschäft, der Jewelry Store, du zwei Tieren. In den zwei Tieren, ich habe nicht gewusst, als Kind ist, ich habe nicht verstanden, als Arbeiter, ich meine, du zwei Tieren, sonst kann ich gar nicht. Man kann nicht ummachen, beide die Tieren auf einmal. So allemal, ob die Front Tieren, aber es ist überhaupt eine Cage für ein paar Sekunden. Ein Tier ist offen, der zweite vermacht sich, ein Tier vermacht sich, der zweite öffnet sich. Bewusst, ich kann nicht gar nicht, aber gar nicht, an der Platz, ich kann nicht laufen mit allen Sachen. Na, was geschehen?
Ein Mensch kommt heran in die Cage, er macht ein Tier, man bostet auf das andere Tier, er geht heran in das Geschäft. Und der Mensch, was ist in das Geschäft, fragt, nur was ist das, wenn er in das Geschäft ist? How can I help you? Und wenn du bist der Mensch, was kommt in das Geschäft, kauft, muss was dir einführt? Just browsing. Just browsing, ah. Weil es gibt einmal ein Mensch, der reinkommt in einen Wine Store, der Mensch fragt ihm, can I help you? Do you need help? Sagt er, yes, but I came here instead. Okay. So, Mensch kommt in das Geschäft. Can I help you? No, thank you, I'm just looking. Now, the Sekunde, was ein Mensch sucht, no, thank you, I'm just looking, just browsing, whatever his terminology is for the sentence, der Mensch will sich nicht nur dem Seuss sein. If I said I'm just looking, I'm not going to buy anything. Because if I buy, it means when I said I'm just looking, it's called consistency. A person wants to be consistent with themselves. Meile, aber ich muss sagen, das ist für die Jewelry Stone. Ich muss sagen, wenn ein Mensch kommt heran, es geht in der Back von der Store, ich kenne dich begonnen, weil du zwei Tieren. Es geht in der Back von der Store, geht es dann Water Machine von Deer Park, so was, nehm ein Trinkwasser, mach schon Hackel, kick auf meine Kameras und ich bin nicht begonnen. Und auf den Warte, gib mal ein paar Sekunden, zu feeling comfortable in the surroundings, wie er ist in der Geschäft, komm mal raus und sag, gut nicht. Und warte, bis der Mensch sucht, ich kenne sie in der Zeiger, excuse me, how much is that? Das Kunde, wo die hast dem nicht gemacht, suchen etwas, was später will kaufen darf, was ich so ist es an, hast du geholfen, machen das Sale hinter. Sag mal, nee, ich aga, sag mal, ein Mensch ist gereizt zu kaufen, in der Sales, wenn der Mensch sucht etwas, was stirbt immer weg von kaufen. Instead of making the sale happen, he says something that actually repels the customer from buying. So, say, 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 psychology, ich kann ihm noch und noch examples, but... Was geben an example, wie so ein Customer wird gekauft etwas und er hat manchmal beim Käufen, der kann es ruin in the sale? Ich habe auch gerade, ich habe das Sintik, ich habe gerade mit der Client für Shabbos, und hat etwas in Business, und hat gewollt machen eine Raffle, jeder eine, was kommt in der Business, kann gewinnen, der sagt, so lange wir suchen, ist ein Travel Agent, hat er gewollt machen eine Raffle, ein Ticket kann jetzt zu, vielleicht bei mir, Lamuschel. Wir hatten, wenn Welt, gewinnen Welt, ja, okay. Wir können fuhren, kommen. Habe ich ihm gesagt, ich habe mir gewinnen auch Psychology, auf einer zweiten, ich habe sich dieselbe Point, ich habe ihm gesagt, a Travel Agent tun nicht raffeln, a Ticket kann jetzt zu, vielleicht bei mir. A Travel Agent darf gehen zu der Car Dealer next door, und so ein Kicker hier. Ich will machen ein Geudel, win a 3-year lease. Die machen ein Geudel, ein Ticket kann jetzt für 6 Menschen und das Hotel mit der ganzen Masse. Für was? Ein Mensch kommt dann ein Travel Agent. Hallo, ich will Tickets kann jetzt für. Ich will Tickets. Er sieht das Sign auf der Wand. Win! Whole family takes this rule. You just repel them from buying. Because dann kommen und kaufen und du siehst dir eine Sache, was ist nicht. You never, ever, ever, und du hast was Menschen machen all day long. You never raffle off the item that you're selling. So, welche Sachen sollen uns off-raffeln? Sie wollen jetzt machen ein Giveaway. Welche Sachen, weil ich bin eine gute Idee, für uns zu geben, etwas, was halt mit unser Business. I mean, das ist verkehrt. Consulting, I mean, in Summe nehme ich verkehrt. Sie geht, wer den Menschen, was geben, das heißt, ich will nicht, der Mann an andere Menschen in der Medien, ich will nicht, Mama, ich will nicht, was du genieg noch, die was hier noch, was weißen, der Typ von Menschen, was ich rede, du genieg noch Menschen, sie bekommen Advertiser, was tun, ich kann Geld zu advertisen, aber sie bekommen bei jenem Credit in seinem im Business, sie können, und das geben sie für Preises, für sie hier, und das ist nicht gerade hier. So du, sie haben gemacht, fahren, sie haben ungeheben den Podcast, haben sie gemacht, Sachen, dass Menschen können heranschicken, Kasches. Dann herangeschickt, als er gewollt öffnen ein Business, aber er hat nicht kein Funding. The question is, Sie also koidem beten Geld von seiner Family oder Friends, nehmen ein Loan oder anbringen ein Partner in sein Business und whatever der empfiehlt, sollst du geben mein Hasbro, für was die Sache ist mehr wie die andere. Es meint, dass Tom und Geist einfach ein Partner, why is a Partner, wird mehr wie, lass mal sagen, bargen Geld von einem, was er das kann, schon kann, schüttet, leuen und wurden okay. Business. So der Schale ist ein Schales. Nafs a teilen, jede Schale ist a ganze Welt für sich. Number one, ich bete bei der Oilem, sie hat sie, Tom Michael Ibezung, hab's schon gesucht, and you could stop me if I repeat myself, but ich weiß nicht, ich denke nicht, was ich hab damals gesucht, sie können wissen, ob ich so gebe, ob ich so gebe, nicht dafke. Ich hab du gerett, den ersten Moment nur gemein, wegen, als ich hab ein Klein, sein erster Nummer ist Dovi. Welche Story? If you don't know that, I didn't say it. Ich hab ein Klein, was ist mein Age, nicht nur ist mein Age, nur ist auch gewähne mein Klass. Fin Kindergarten bis noch Kitte Gimmel.
Kita Bias. In Hayoise gewinnen mein Klass, gedenkt mich von als Kind. Gedenkt, wie sich auf dem uns ausgesehen, wie sich auf dem uns geackt, ein bisschen nicht so sophisticated die Hand, aber da mach ich einige. Und wenn er gekommen zu mir, er darf helfen sein Business, ich soll, er will Advice für mich, von mir das gewinnen, eine mögliche Validation. Weil der schwerste Mensch zu convinzen, als du juchelst, ist Menschen, die kennen dich von früher. Das heißt, wenn ich bei einer Mortgage ist, habe ich umgeriefen, meine erste Wachmustum, eine gewisse Sprache meiner Nummer zu riefen, eine gewisse Property. Hallo, ich kann reden mit Rabbi Zoi und Zoi. Ich habe geliked auf der Phone, ich habe gesagt, ja, hallo. Ja, hallo, ja, ich bin an der Mortgages, ja. Ich wusste, dass der Mortgage auf deinem Building. Ich sagte, no, I don't need a mortgage, my building ist koich, was ist am Anzluchem, Bruchens, ja, das Schmaie. That was the end of the conversation. Now, in hindsight, was wollte gedauert hin, ich wollte gedauert, ihm riefen sechs Geduschen später. Das heißt, wenn ich wollte, wenn gegangen zu Asimcha, ich wollte ihn getroffen, und ich wollte gesagt, was hat sich, und ich wollte sich bei einer Mortgages, wenn ich an der Mortgages, mit vier Geduschen zurück, ich muss schon mal hin und her. By the time it would have come that I would have even asked him, he would have known because he would have already heard them in mortgages. In kind of village, I have been on a carbon for a nine man who's vice versa. So it's always going to be harder for a person's friends and family to take them seriously because they have baggage, they have history. Not that anything wrong with history. But the mass gerät, jeder Mensch was gedenktig, von als Kind, von als Buch, whatever, has a certain look at you, and it's very hard to change that look. Pink das Uwe. So a massive and a mensch, they can't aufheiben a key. A full-grown cow can't aufheiben. Hat mich gefragt, wusset das halt, wie sie kann es dehen? Also ich finde, wenn der key ist geboren, heibt er auf der key jeden Tag. So jeden Tag wägt der key dasselbe wie der Tag früher, mit ein Stück Streu mehr. So Meile, jeden Tag, he built up his muscles essentially, can't aufheiben a key. So dasselbe Idee. Wenn du siehst, ein Mensch wächst, siehst ein Kind wachsen, siehst ihm jeden Tag, siehst du, wie er wächst. Siehst du, ein Kind, das steckt zu, siehst du noch einmal, wow, so viel gewachsen. Therefore, in business, it's always important to deal with strangers. I'm will the host, you get your chaps. I'm will the vice with the test. Then will the eigene Kimmen translation. Oh, wow, I can't stand. Kimmen sein noch. Sei sind allemal die Menschen, was man kennt. Nicht der erste Mensch, der hat in der Business. Sei darf man allemal Kimmen später. Also hat man the best result. That's part one of your question. Is it ethical to experiment on strangers or... Ich bin am Mugewein in der Spatul mit Mann, einer von meiner älteren Väters. Ich komme von beiden Seiten, sei mein Tata, sei mein Mama, sei mein Grenz, und ich brauche es für Rebes. Ich bin am Mugewein, es ist mal ausgekommen, ich bin gegangen in der Spatul mit einer von meiner älteren Väters. Ich muss gehen mit Sturm, aber ein Tischchen, Beirich. Wir gehen in der Spatul, ich bin gegangen von einem Blit. Und wenn wir gehen mit einem Blit, hat mein Väter gesucht für den Nurse, in Hebräisch, in Ivrit, Schkoich, so hat ein Schweiger von Bechlau. In der Nürz hat geämpft, Schkoich, ich denke, ich bin gleich wert bei Erich, Toda Rabba, sei ein Jom Rishon Shelly. An Stutz nehmen der Kompliment, in der Patient soll er weg ein Film, geht, also der Nürz hat nicht, also der Blitz hat ein Schweiger von ihm. Das Kunde hat sich ja gesagt, das Hand ist, das ist mein first day on the job, she ruined it. She ruined it because for those guests, a man the first time, an old patient. I mean, a bit of rachmunis, for Yiddish kids, they can't zip and wait in. So, first of all, everyone starts someplace. It's a guy in Zugin Yenem is the first. It's called a heart surgeon, saying, by the way, congratulations, you're my first patient. Kind of is on the first. I have the second heart attack gleich noch. What's the talk wegen Ach? Wie sollt ihr bekomme validation in Zana Consultant? I mean, it's a great thing to have. Okay, so koidem kol, jeder Mensch, daivisch schickt jeder Mensch gewisse Sachen im Leben. Amu versteht der Glach, wo es daivisch den geben der Information, amu nehmt es jure lang. Ich gedenk, wo muge jetzt von einer größeren Redner, wo es ist, die Sachen Kiriv, hat mir gesucht, ich weiß, hat mir gesucht, deshalb schon was gehört auf der Tape. Als a Sachmu seht ihr, wieso er kickt an der Seifer, seht ihr etwas? Den nächsten Tag fragt er mir eine Pink der Schale, in Jüdischkeit, das Necht hat er es gesehen. Er seht, man sieht, dass er hat er der Schmeier, wieso die Sachen geschehen. Na. Ich habe gewusst, als ein Mensch kann allemal besser werden. Ich habe schon gesehen, angesehen, als Lechöre, der gut Lador, in Schaben Schiebes, in der Luche, kann ich nicht sagen. Jeder Mensch hat gesagt, ein bisschen geht ihm ein gewisses Talent, ein gewisses Gist, wieso er kann helfen Menschen, wieso er viel sein Tafke ist.
Und ich habe angesehen, in geben Eizes für jeden, als er sagt, was I would love to do it every day, a whole day, for the rest of my life. I feel unkankel. Wenn einer kommt, sagt mir, du hast der Geld, die ist für free, you know, ich halte dich aus. Also, ich will es im Gimmel-Style. Alleine geht einer halt mich aus, und ich muss dich den ganzen Tag, jeden Tag, By the way, for the listeners, it's hidden income and opportunity. Das heißt, als mit Frieden geschmiest, vor allem mit der Recording, als du Sachen, was Menschen tun für Business, du Sachen, was man sucht für Menschen, als sagst, ist ein größer Mistake. This is, you could make a living doing what you love. Aber das ist ein Statement, Menschen suchen. Es ist nicht pink, das so. Aber das kann man. But it's much more helpful to learn to love what you do, than to do what you love and try to make a living off it. Oh, if einer hat a gewisse skill, a gewisse talent, dann kann man von dem Geld Gesundheit. But zumindest sind die zwei zusammen. Oh, ein Mensch ist 50 Jahre alt. In, a viele weinige, aber ein Mensch ist 50 Jahre alt. In, er darf Panusse. In, sind du gut, er hat kein Schimmskill, kein gut nicht stehen. Soll er gehen werden, a garbage man, if that's the only way to bring home the money, that's what he should do. Wenn ein Mensch ist jünger, er hat noch eine Gelegenheit, ein Mensch ist nicht der Platz, wie er mit Hand daheim bringen, hingehen bringen, bring home the dough. Also allemal versteht sich besser, wenn er kennt ihn etwas, er hat lieb zu tun, er stutzt etwas, was er will, nicht, wenn er will tun. Now, wenn ich dir etwas sage, ich rede nicht jetzt von Jüdischkeit sagen, das ist schwer, du hast gehört, was möchte ich heran, probiere ich allemal zu gehen tief, zu verstehen, die Sache sei tief. So, ich bin geworden, wenn ich umgehe mit den Mortgages, ich frage den Mann, habe ich verstanden, dass die Mortgages beten für eine Credit Score. Okay, wie sie arbeitet Credit Scores? Ich fühle, ich habe schon gesagt, was ist mein Instrument? I think we spoke about this. Yeah, yeah, and some great So to make a long story short. This whole origin story we heard. So I won't repeat the origin story, but the point is, as my first client is given a goy, so he kauft the book for giving business credit, and he came and fragen Charles, he wollte consulting wegen zum Gott Charles, mehr wie the book gestanden, and for business credit, he given business in general. Having said that, Wenn ich aber komme in der E-Mail, als Google will ich so komme reden, aber ich gewiss, ich habe gespielt, sie gehen mich riefen, weil ich habe schon verstanden, that that's where I'm aiming for. Ich habe nicht gewiss, wie es gerade geschehen. Ich habe verstanden, if I go there, that will be so Google, credibility, in this case, psychology, als er weiß, was er tut. So Google gewinnt von der ersten Sache, was das getan, wenn du bist dann angesprochen. So, the erste fünf clients, and gewinnt, der erste gewinnt, credit score, and the next, how did it lead? Dann ich komme in der erste clients, nur dem, Ich habe gesehen, ich habe Clients, aber ich habe advertised. Ich kenne einen Mensch, der heißt Peter Schenkman, der wohnt in Manhattan, Naid. In Erege hat damals ein neues Startup, ich habe verkauft damals für $1 million. Ich heiße ein Helper Reporter, Harrow, H-A-R-O. Und Harrow ist essentially, ich nehme eine 2 Minuten, aber ich erzähle für Menschen, das allein zu wissen. Also, Dr. Cialdini schreibt in seinem Buch, Consistency, Reciprocity, Scarcity, Authority, Social Proof and Liking. Er hat noch, und ich danke dir jeder eins jetzt. Thomas, ich habe gesagt, was er gesucht jetzt. Jetzt wollte ich versuchen, Staat. Consistency, authority, scarcity, social proof, liking, and I just forgot one. Ushamni, Bogadni, Rosalni, Dibadni, Doi, Fiavini, Ushamni, Bede. Anyway. Ich kann nicht gar Ahnung, wo die alle finden werden, Mann. Die will schon herausgecheckt, du, von der Path. Die ist gemacht, shut off, und bye. Nee. A mensch, who will me soll trusten, darf projecten authority. Authority meint, as a mensch seht, a di bist a mensch, just authority. Authority meint, di bist a mensch, was me seht, a di bist a maiv, my expert in wo di tist. Wenn a mensch geht zu a doktor, in der doktor trugt a wasse mantel, dieselbe mantel, wo der butcher trugt in der butcher shop, aber wie nicht wie es leitet, a wasse sachen, interim auf der wand, wo a bunch sachen leiten, die has keine ahnung, wie sie is, wo sie is, Aber es ist sehr interessant, jede U, wegen in alter Zeit, man kann machen ein U, und die Buche, die Sätze, ich kann sagen, ein U, es ist alles gewesen wie. Wie University, die U, gewesen spitzig, weil man kann machen, ich habe gesagt, in der Asen, was man, in der Backwards Asen, was man nicht zu drücken. The Gutenberg Printing Press. So, das heißt Authority. Wenn ein Mensch sitzt dort, und derselbe Mensch, hat nicht gesetzt in der Zimmer, mit der Scheine, Bänkel, der Wasser, Mantel, mit allen Sachen von hinten, was ihm gegleibt, weiniger, wie wenn er sitzt da so. Atke dai kach, mit afele aufgewiesen, als a doktor auf a separate zimmer, wie er retze de patient, oder a doktor, was retze de patient, beschaß, er sitzt dort, er liegt dort auf dem... The exam. Trust me mehr, davis das a separate office, weil interim du the authority. That is the reason for was the president and alle politicians haben American flags in the back, as er mentioned, was stein dort, gruht. Wenn a politician sei a card, steht er auf a Milchkessel.
Warum? Weil jeder einer weiß, dass ein Mensch, was ist hoch, hat mehr Authority, wenn man es in der Dich. Now, jede Business da bauen Authority. So einer von den Dings da bauen Authority, und sie jumpen gleich direkt zu Peter Schenkman, wenn man vergisst, wie man halt. Ist Peter Schenkman hat ein Service, was ist free, was der Service bis Peter Schenkman gegangen zu brauchen in der Market, das gekauft sei, das auch Geld jeder heute ist. Er kann dich treffen, so du kannst allein treffen durch seinen Service, wegen wieso sie werden gequoted in der Media. Mein erster Quote in der Media ist gewesen in Crane's New York Business. Ich rede als Consultant. Ich rede nicht als damals Menschen in der Media, das ist schon der zweite Schmiss. Als Consultant. In wenn man die Menschen dort, ich habe gesagt, von meinem Rebetzen, I'm telling you, die Hand geht rauskommen in der Crane's, der Phone geht, it's gonna ring off the hook, be ready. Wenn der ganze Crane's New York Business, in Chicago Business, aber wir kommen zu einem Phone Call, für eine Cleaning Lady, die gearbeitet in einem Lawyer's Office, die gesehen, ich saß in Cleaning Lawyer's Office, hat sie genommen ein bisschen Zeit zu leinen an der Zeitung auf den Tisch von der Lawyer's, sie gesehen, der Arzt hat mich gerufen, sie macht Poetry Tours in Mexiko, sie lernt aus dem Geld in Mexiko, man geht auf ein Schiff, man lernt, man schreibt Poetry, ich weiß pinklich. Und das ist der einzigste Call, ich habe bekommen. Was ich habe bekommen von ihm, ist andere Sachen. Na wohne ich habe bekommen von ihm, als der nächste Mal einer hat mich gerufen, ich meine, der nächste Mal ist der New York Times, ich denke, ich weiß nicht, wie es aber andere, es ist auch größere Zeitung, jeder hat mir gesagt, es ist eine neue Source, weil öfter ist er flaky, maybe it's not real, maybe hin, maybe here, aber zweitachschen hat doch schon gequote, kann man doch auch quoten. Deswegen sei, da gibt es Sachen, warum sie kommen von der Crane's New York Business. Die zweite Sache, warum sie kommen von der Crane's New York Business, ist, dass der Schreiber von der Stickel hat mir geschickt, ein größer Buch von Citibank zu werden mein Client. Nicht von der Schreiber, was haben gemacht, sondern der Schreiber hat mir geschickt, ein Client. Wow. Now. So, das einfach, was ich rede von den Sachen, ist, weil das bringt Authority. Die Sache, was Peter Schenkman tät, ob ein Mensch versteht, wie soll es zu nutzen, man geht, man sieht Sachen, wo kann ich geben Value zu Menschen, das heißt, du musst eine Sache kennst du ein, looking for pediatricians to comment on what's it called, this new vaccine? Omicron. On the Omicron variant in young children. So now, you can't respond to that because you're not a pediatrician. But amul kem response apps professionally, or der amul kem response apps das gunsch mit professionally, so that me fake looking for people who were gewise with that in Niagara Falls in the last 6 months to say what they thought. And what happens is, I'm the host a connection with a reporter. First of all, you're in the media in general. Second of all, you have connections to reporters. And over time, you develop those relationships more and you get quoted in the media, which is worth way more than advertising. Every time you get a mention in the media that you did not pay for, it's worth much, much more than 4 or 5 advertisements of the same size as the article you mentioned in. The part that's about you. And what's meant Bogani, Gazalni, the Barney Doifi? So this guy's authority. This guy's with Fauci. This guy's with authority. Consistency hat mir früh geschmiest, wenn ein Mensch geht in einer Jewelry Store und will sich so etwas an. So ich habe einen Client, einen größeren Doktor. Er sagt mir, Rabbi, I want to change my whole clientele, my whole practice. Was das Problem? I have all these old people, they come in, and I say, hello, Mrs. Smith, how are you? And Mrs. Smith says, my back hurts, my foot hurts. I've done. Ich habe gesagt, we could change your practice. I have a lot to offer you, but first one thing. When Mrs. Smith walks in, you say, hello, Mrs. Smith, how's your foot? If you don't say, how are you, how's your foot? If it's a foot doctor. Ich sage, welchem Doktor ist, but let's say, foot doctor. You immediately eliminate the part of the part that's bothering you. The 20 minutes from Krechts, and that's when you're the patient, you come home in a bad mood, you know, depressed from all the suicides you heard all day long. Emotional stress. Yeah, again, but that goes back to your first question of psychology. So that's so we discussed authority, we discussed consistency. Now, social proof is what we discussed before. When you see a guy holding a Dell computer or eating a piece of salmon in a restaurant, wisst ihr auch, weißt ihr, die Sache ist mir stumme geht, weil es ist das zweite gegessen. And he wasn't gagging while he ate it. Oh, by the way, was da muss ich auch sagen, als Stoa geht der Weg, wie soll er gewohnt werden, das ist der letzte Salmon. Yeah. I would like to have 3. Life hack. Another one that I said, as you say, the Shamli B'Gavnis. And by the way, one thing I don't want to clap, Yatz Niru. I try to be careful not to have to clap that one. Yes, I like it. Man kann versuchen, mein Hand ist, er geht der Tag, als man kann ein bisschen, so, wo sie, bei Chemisch am Leitzig, mein Hand geworden 50, I'm ready. So. Du bist noch 50. No. Ich trage, dass ich bei Chemisch am Leitzig kennen, mal Bescheid, dass ein Mensch ist 50, der gerade zu hirten für ihn. Ich bin 50. Oof. Chemisch im Leitze. Es ist sehr gut. Ist ready to hear. Okay.
So you only take 15 clients? No, but a lot of times people come to me and he letztens got a client who has got to give him Geld. So give him Geld, can't even name it, money by guarantee, and we said this helps our business. But I gave him back his money because he couldn't hear what I had to say. I told him the business he wants to go into is a bad idea. I said, you can't interrupt Schlingel. I think what you're doing is not a good idea. But wieso weißt du, dass a business is a bad idea? The kicks of the money-wise or of the concept from the... So number one, as I get very reflected, we can have done the first car. At some point, even especially in the beginning as well, but especially later, you have a feel for these things. Second of all, when someone tells you about a business that makes no sense, you just know it makes no sense. Ich habe noch ein Konzept, ja, was ich will machen. Ich weiß nicht, ich sage es nicht, aber ich kicke usually auf Data, was der Markt wird getan, ja, so man kickt. Wie viele Menschen davon haben die X-Produkt, ja, und laut dem trägt ich öfter eine starke Idee, aber zu Nacht ist du der Produkt, so kicke ich in der Markt, welche, also ich meine Produkte zu tun. First of all, a product is not a company. Wichtiger Punkt ist ein Business. Ein Mensch, ich habe eine Idee, ich gehe machen, a pen, was geht es an? That's not a company. Right, but we're talking about making money, Lamasa. Isn't that not what we're talking about? I'll give you an example. Mushel, I have a sack of kegel, which I want to slice. Yeah? I have to slice it in the kegel, slice it, and make all my checkboard. And, you know, it's hard. But it's right. First of all, we make a kegel slicer. I think that's why we make the apple slicer. We get the eyes and scratch it up. We make a kegel slicer. So it's already ausgerechnet the slices better, I know a grosse size, a kleine size, for 9 by 13 bekele. We like to set off, out of our roaster pan, so it's on 300 million sizes and shapes. So people don't know what to know. Some people make a brownie pan, which is every stickle's egg. Yeah, yeah. Yeah. What's the reason for why they want to invest, the investors in the business? I see for funding, no, then for why they want to invest. They kick the panic decision, what? So, as a snake. Yeah. Yeah. No, so it's out there, doesn't mean that those so people invest. It verkauft, when we're talking about the people that invest. It verkauft, I mean, 50,000 or 100,000 products, and then they get off enough fun to make a round of them. They go to investors. I'm going to say that I've invest in because everyone that wanted this, it's a good idea, but everyone who wanted this idea has it already. Very good. Now, the answer to your question about the kegel slicer is, it's a good idea. It's not good for mashed potatoes. It's not patentable. Okay. Doesn't mean it's a bad idea. Mm-hmm. You can make it, you can sell it, fine and well. How many people out there are going to buy it, I don't know. If you have somebody who really likes kegel and wants to give it to his elder baba, he wants to donate and it should be called, you know, the zaycher zlotche kegel slicer and wants to give it to every shiel as an aduva, it's a great idea. But as far as if it's worth manufacturing and packaging and selling, if you'll end up making money on it, that I can't tell you. I would have gezogen, also jede family hat a blech in them. Yeah. Nein. Was haben sie, ein Blech? Okay. Huh? Weil es ein Blech ist? Hardplate. Ja, ich weiß. Okay, aber was kaufen Menschen ein Blech? Because the Indian have chun Shabbos morning a heiße Machel, und a heiße Machel Shabbos, you have to have a Blech. Right. Okay. So, but jeder einer... And the best thing is if you have a flame, it has to be covered. But yeah. Jeder einer macht Kegel jede Shabbos? No. Ich meine, kauf Kegel, whatever. Hot Kegel in der Heim jede Shabbos. Nicht der Number 13, but you hot Kegel, no? Okay. Ja, yeah, so every family kauf Kegel. So, the reds do from einmal a wach, was a mensch kauft a product, oder macht a product, was essentially dafür hoben a kegel slicer. Let's start at the very beginning. How big is the kegel slicer? So, ich habe getracht, du zwei, it's a 9x13. Er hat so eine 9x13, ich weiß, ich muss der kegel er erst. 9x13, mein Bier ist da mehr. Okay. Er ist der roaster pan, Schaus. Hold on. Kegel slicer has to be, if it's going to be a professional kegel slicer, it has to be 9x13. 9x13 are the roaster pan. We have to put it a whole week. You're not thinking about that part. If I'm going to buy such a thing, where am I putting it? So it says wire. Ich kann es machen a wire. Also it's the foldable? Cheese, nein. Also wie the cheese slicer versus wire. Cheese slicer or egg wire. Slicer so the size of a hard-boiled egg. Go yeah, ahead. So that has the wire. If it was a dinosaur, I'm not sure. Look at that. If you want to make the kegel so that you can make it cold, you can make it cold. We're talking about an actual product now that we're going to do? What? It's talking about a specific product. It's an example, but this is a very, very... We like dan blech jede woche. We like to dan... So this is a perfect example. I could explain it to you for 2 hours, or you could just trust me. Okay.
find a, get another, maybe one of the people listening wants to do such a project. It's a very good idea for a non-profit. It's not such a good idea to sell. That's one way to I'll tell you even more. There happens to be something called a cake slicer. Okay. When, and when you make a cream cake or whatever, you make a cake and then you move it across and it cuts into even sized layers so you can put your strawberry shortcake in the middle of it. Mm. So I can buy such a thing and use it for my kegel. I don't have to reinvent the wheel and make a kegel slicer. Noch einmal. It'll be different, it'll be better. Wie sag Menschen, wie sag families in Amerika the point machen is cake in a 9x13? That's the point. The point is that people don't have such a huge problem of cutting kegel. Man kann sich ein Einzel geben. In wusser mit der Caterer? Caterer, schools. How many do you know? The caterer will nicht haben a kegel slicer. Er will a rupleigen like kegel auf dem Counter geben, a schnad up the slices, and then an Teller. And he hires... Er will nicht sichern auf wie liegt mein kegel slicer. In heimische pizza stores, okay, the guy takes the wheel and goes, tschich, 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 and every eat comes in and says, I want that piece. Eins gräser, eins kleiner, eins hat gräser bubble, something. So make crispy the cheese of the bubble. Okay. In chains, every slice is the exact same size because they have a special... A mold, we're gonna call it, that actually guides the wheel to make sure every slice is the same. So, having a conversation about a specific item, again, it could work if you make it. I get one for free because we know. So, and also the kids make themselves like for cake size, where the cake slices like a 9x13. So that was 3 minus sizes and gang. But you use a cake slicer. Cheesecake. I had gemacht mal since bar mitzvah. Ich wollte meine Tochter gemacht 4 cheesecakes. Ich habe gekauft, dass ein Cheesecake Slicer, der ist so schief, also das. Ich habe nicht gearbeitet, habe ich cool. Lass ich auf bitte. So if we're going to go through every theoretical product now, it's endless. So let's talk about general instead. So now. Okay. How did we get here? I think you wrote something down. Nein, in so einem Ungehäuben wegen, da man einen nehmen, einen Partner, Investor, oder Family. The beauty of having an investor is, assuming he's investing because he believes in the product, a person who's gonna, a normal man who's got laying guilt in a product is going to research and going to check and going to have a gut feeling about it if he has the money to invest. Is going to have put enough time and moich into it to see if it can make sense or not. So the mal of getting money from somebody else is it sort of checks and balances the system to make sure that the product has potential. Now, obviously, the more risk there is, the higher the potential reward has to be. Besides, if a mensch will geld, will love machen a bakery, hast du mit der Bakery so ein Barpark, 20, 25, ich kann nicht gar nicht, was du do, du platz von auch eins. Okay. So therefore, the chances of the bakery succeeding are pretty good. Sie hat nicht mehr, therefore the investor gets X percent. If you come to an investor, you say, ich will love machen a psa, ich kann, you know, ich kann schicken, do other business, this is not a joke. I'm going to send a rocket ship to one of the stars and bring back precious metals that's worth trillions and trillions of dollars. Mm-hmm. You have to give a guy a really good return on his money because 99.9% he's going to lose his investment. So the reward has to be worth it for him to risk it. So that's really what you would have boils down to every time. It says, "Kedai to my investor, especially the hostage guilt for them." So auch du azach, jeder eine gedenkt, was gonna klein kind, ein Heide, der Rebbe macht eine Wugschul, the mitzvahs in the virus, and the mitzvahs are given a rup, hopefully in the picture, and the virus are given a rup. Take the same idea of a scale, time and money. Yeda decision of business boils down to the same thing. More time, less money. More money, less time. As I mentioned, he has 20. It can, bis the hinderten feed. Treffen, also da wissen. Mistakes of the week. I don't know if it's worth waiting that long to see if it's going to work out or not. The more money he throws at the problem, the more time he'll be able to save. I mentioned the problems on computer. In a guide, I typed it on. How to Windows 10, Microsoft Word, spell checker not working. Okay? He became the solution, pink love satin, a guy that hit us. Or basically, the best of the problem had a document, he's going to save the document, recover a document, something that's, if he doesn't do it right, he loses it. The only problem is that if the result that you get is wrong, you got a problem. If you Google a medical problem and the result that you get is wrong, you have a problem. Ich kenne ein Mensch, hat ein gewisses medical issue, in Gesicht Information, als feiner Wohl. Man gesagt, er darf etwas größer Surgery. Le Masse, es ist ein Pill, was herausgekommen ist, nach heute Schwade, und der Pill macht man auf Mensch, der gut starke Surgery, auf dem Herz. A simple pill can work instead. Now, if you just Google yourself, if you go stump to the local doctor, you don't
But the guy is a top doctor. Also, the guy is the Muschel to the Askun and Wustin and the Unirifia, was Weissen, the latest and greatest developments. A mensch can sich spuren a sachling was nefisch. Same is true in business. Same is true in a lot of areas of life. Men chamishim lebinna. Men versteht, das fragen jenen. Macht sich eine Schwachis, macht sich ein Mensch weinige Klicks, macht sich ein Mensch weinige... It saves time when you ask somebody else. A very, very interesting question. Every industry, was du auf dem Welt, was du millionaires, was du urme Menschen. Every single industry. Nee, wenn es doch gesagt, wenn du verkauft dich riechen, wird keiner sterben. Okay. So, right, there's millionaires and poor people no matter what. A consultant, so is du as a Sach von a consultant that can tell you, do this and this and this, and it'll become a millionaire. Other, if you do this, that completely the opposite, also you'll for sure lose your money. Or is a consultant meant to, will your business just succeed normal? So first of all, this is a disclaimer, nicht nur für mich, für jeder Consultant auf der Welt. Not that I think anyone thought that way, but a consultant is nicht Gott. Mm-hmm. A consultant is nicht kein Malach. A gitte consultant is a hakel a gitte chavrisa. So sag mal, damit ist der Chavrisa für Geld, but it's a gitte chavrisa. Satura. Now, me kennischt, jede business, wie du sagst, jede Mensch ist ein Masel, ein Business kann man es lehren, kann ich mal es lehren sein. Was der Consultant kennt ihn, ist er kann doch geben, was er weiß. Zwei Parts von Consulting, by the way. Können wir die Knowledge in general, in the business sense, na sie warte. Das ist noch eine Sache. Ein vieler Consultant kann dich nicht suchen, was er geht von einem zweiten, wegen Confidentiality. Mm-hmm. Aber wenig wie er sagt, wenn du Sachen, was er kann dich suchen, weil er hat Knowledge, was er hast nicht. Mm-hmm. Which protects you, or helps you in some way. Ich darf dir sagen, Masse, ich kann nicht so viel Brüte, aber ich will sagen, Masse, as gently as possible. Ich bin ein Buch, ich nehme es eine Masse. Es gibt ein Buch in einer gewissen Yeshiva. Es gibt ein sehr guter Buch. Die Gelehrten sei fein, sei flassig. Aber er pflegt nicht halten zu des Mannes von der Yeshiva. Vielleicht kommen wir, wenn er gewiss, der guter Buch. Er hat den Staff in der Yeshiva in der Buch jeden verpackt. Sounds familiar, ja. Yeah. Er kommen, wenn er gewollt, er gegangen, wenn er gewollt. In der Yeshiva hat gefühlt, als der Buch pusht, ist ruining die Yeshiva. Weil jeder sieht, dass Moshe Zürich Burech kennt ihn, also, will er auch ihn, also. Hat die Yeshiva gesagt, Bucheleben. Either you shape up or you shape out. Hat ihr es wart, es wird einem halten, am nächsten Mal kommst du nicht zurück. In der Buchel hat ich gewiss, dass ihm hat mir nicht warfen, weil er dich am Ziehen. Mm-hmm. Der Vater umgepfiffen. Sie kommen es aufs Mann, sucht die Yeshiva für die Maschgirchen Yeshiva und warft er aus dem Buchel. Es zog dem gech fader shiva aber es a git a bocher das tamer us warfen er ken ich meine you don't know what he how he could react in ich kan schlecht en er halt kan man shiva zog halt bazan sag zog ke her ich gewohnt alle bocher in de shiva dafen sein als ich halt wird en is de shiva just there's no system of the army it has to be a system an ist hat dem gech zog fader shiva shiva Ich habe mir gesagt, dass der Buch ist rausgeworfen, es hat im Schatten. Zum Leben, zum Nummern, zum Jüdischkeit. Not a good idea. Ich nehme mich in sich. Als ich will machen, sicher, der Buch kommt nicht zurück nächstes Mal. Die suchen nicht, dass er rausgeworfen. All mich, she doesn't come back. Lass ihm suchen, ob er rausgeworfen. The point is, der andere Buch soll halten in den Rahmen. Schief sucht Maske. Der Maschgiech hat verbringt die ganze Beine als Mann. Treffen. Passige Yeshiva von der Buche. Ich gehe jetzt mit der Buche. Ich wollte der Buche, also kenne ich dich mit Yeshiva. Ich habe besser für die zweite Yeshiva. Noch ein ganz beinahe Mann, am Schuss, auf Schuss, auf Schuss. Der Buche, er hat ein Schuss zwischen zwei Yeshivas. Er kommt zu dem Maschgiech, er tut gefahren, das Mann hat sich um. Er sagt, Maschgiech, will ich bei ihm danken, weil alles geht für mich. Ich habe Machlet gewesen, also ich will bleiben, du in der Yeshiva, wie ich bin jetzt. The problem is der Buche weiß nicht, als that's not an option. Mm-hmm. Now take that same story to consulting. Ich kenne schon einmal so einen Client, für was ich so etwas. Wenn ich kenne, bin ich happy zu suchen. You know, but a sag mal kenne ich nicht suchen, but the client has to be able to know that I have his best interests in mind. Sometimes I just can't say why, because he doesn't know about one of the options because I can't tell him for his own benefit or because I have confidentiality with somebody else. Mm-hmm. So there are people, some consultants, and they would tell you,
step one, step two, this is how to make $1 million using this and this and that and that. Okay, so first of all, legit. So first of all, if you say you know a lot of consultants that do that, I won't say it's not legit. What I will say is that when you go to someone and you give them complicated steps, alamu, I mentioned moiref in complicated steps. So what you always do is, because you look for a kind, the aleph buys in gimel. In all them, as you get into aleph, you start seeing aleph has different variables, different things going on. As evate, step by, as b'semayin, etc. But yes, when you start with a person, you tell them, you need, as an example, listen here. One of your problems is you have the same ad every week. It's called ad blindness. People don't see it. What you have to do is you have to make 3 ads, and then every third week you have to use the same ad so that every week it'll be different so people will see it. Mm-hmm. So then, fine. Mensch, versteht das. But really, step one is that the 3 ads really should not be every week a full page. But if I go there, I tell you 1 week half page, 1 week, it's going to be too much for you. The first step is 3 different ads. And once you're making 3 ads, make one of them a half page horizontal, one of them a half page vertical, one of them a full page. And by the way, größer Problem in Klal Yisrael is jede junge Rotze, jede junge Schwitzer meint, als ich nicht kein full page ad, meint ich bin ein Loser. In Meile muss ich jeder auch ein full page ad in jede Zeitung, weil ich kenne schon ein half page ad, weil es passt nicht. And people waste a lot of money like that, push it, weil sie dimmieren sich, weil der Salesman von der Magazine auch gesucht hat, die darfst du full page ad. Mm-hmm. So, ich habe gehabt eine herangefragte Question. Ich habe gesagt, dass wir keine Fragen Questions. Ich habe einen herangeschickt, er hat einen Consultant, er gewinnt einen Business Owner. Ich habe ihm gesagt, zu feiern einen certain Employee. Und er hat gesagt, dass er zurückgekickt hat. You know, jetzt, at the moment, sagt er, hat nicht keine Consultants, hat verloren Trust in Consultants. Und er fragt die Question, also, wieso weiß der Consultant, wo sie tun mit dem Business, wenn er es nicht gewinnt, der ist so geschwitzt von ihm. Wenn einer hat ein Business, das ist schon 5, 6, 10, 15 Uhr, und der Consultant kommt heran und sagt ihm, Tia, so und so, how does he know, als der Consultant weiß, was er redet, wenn er tut schon der Business vor 15 Uhr? Ich habe mal gesetzt, es hat mal gewinnt, ein Couple, was hat ein Business. Und sie haben gewiss für mich zu sagen, weil ich habe einen Client, was sie selbst haben gesprochen mit sei. Sie sind nicht gekommen zu mir. Ich habe gesehen, sie haben jede Woche gerade in der Zeitung. Ich habe gewiss, wer sie sind, aber noch einmal. Ich habe nicht plötzlich anzulegen, man muss mir beten mich, ja, ich darf nicht schlagen, mir beten mich nicht. Ein Tag, ich werde ein langer Tag, es war ein really full day. Jene Schwuge rief mich, die habe ich gekannt. Please, please, protect sie, please, hand bei Nacht noch eine Consultation. Even though it's late, please, they'll wait as late till after your last meeting. They must meet you. Okay. It's going to be 1 to 2 in the free. I'm going to sit with them. It's going to be a couple. And so I'm going to say, in the business of 3 years, the bookkeeper, whatever, the accountant, bookkeeper, we have to close our doors. Because if you're in business for 3 years and you can't make ends meet, after 3 years, it means this business basically has no hope, cancel. Close down. So we didn't want to call you till now because we don't like your style of ads. Lamushal half page, not full page, or certain things. I'm not going to echo the ads. I'm not going to graphic design auch nicht. But when I zug, Lamushal do graphic designers when Zaya Bruges. Ich will nicht sagen, nur noch ein Ad, was ich gerade mit dem sage, weil ich habe gesucht, like Lamushal a dashed border, eine gewisse Ad, nicht a solid border. It's passed nicht for Zai, so like nicht Donnerman. Donnerman is a free ride to get you publicity. You don't want your name, don't put your name. But let's not forget, the goal of the ad is to bring business to this person. The goal of the ad is not you should get compliments from your friends, you're a nice designer. Yeah, but to do two things, to do the designer, was darf auch bauen Donnerman, I can't show a patch wegen name. So then schlagen Donnerman, kann ich kein Problem. He got paid. But that's not the point of the ad. The point of the ad is to help the guy who's paying for the ad and paying for the placement. By the way, most people spend as little as they can on an ad, so they have as much money as possible for the placement, which is wrong. Right. Because you end up putting in an ad that's mediocre instead of putting in an ad that's good. A good ad that's put in less places, a good half-page ad will do better than a not good full-page ad. Targeted places. Targeted places, targeted ad, the ad itself, yeah. The quality of the ad. The vice was the focus, the clear vision, you yes. Know what you said. Jetzt suchen sie, warum hat man mich jetzt gerufen? Weil ja, ist der Accountant, gesagt, man darf machen das Business, weil sie arbeitet nicht. We figured, before we close the doors, we'll try your way. So I'm thinking myself, oh great, muss ich. Oh, ob sie arbeitet nicht, juchel ich nicht. Man hat mich gerufen schon mit dem Schloss in der Hand. Jetzt verspannt der letzte Mal. Schau. Ich habe nicht mehr ein Stück Zafoni, was ich jetzt suchen. Ich wohne da, ich fahre, ich suche es. Ich habe gesetzt in Lu, es gibt einen breiteren Tisch wie dem. Jener ist der Tisch, ich gesetzt in der Poor Folk. Ich habe nicht mehr ein Pen mit der Paper.
Ich habe gesehen, du gehst jetzt in der Mann, du gehst jetzt in der Frau, ich bin in der Zoi. Not you. Ich habe geschrieben, die Papers an der Saat. Ich habe gesagt, die Frau, please schreib dir auf den Namen von den 10 Best Friends. Sie kicken mal in die andere, sie kicken mich um, weißt du, wenn du gefallen, Mama ist von der Lewunde. Schreib. Sie schreibt, weiß ich, Reise, Ruchi, Rifki, alle Namen von den Best Friends. Haben wir begraten, ne? You managed to bring back, very good. Back to the first one. Ich darf mich ewig umkommen zurück zu meiner Schule. You know what he did over here? By the way, what he wrote. He's gonna circle back. Always. That's his line. Okay. So, ich nehme paper. Ich habe nicht viel gekickt. Ich habe mich weinig unternehmen für meine Freunde. Ich habe gesagt, I'm gonna make you an ad. I believe my ad will work. Your business will pick up. Mit einem Tanai. You don't like the ad, I'll make you a new one. But with these 8 people, these 10 people have to say, it doesn't count anymore. Mm-hmm. Why? Because Munafshir, they mention if they're your target customers, they should buy by you anyway because you're friends with them. Mm-hmm. And if they're not your target customers, what business do they have in telling you how to do and what to do and what they think? It doesn't matter. Mm-hmm. And that's us living vicariously. Living vicariously, mind. As in a mensch guy of the merry-go-round with Zankint, in Eir, guy of the horsey, while Eir is with the kind of the horse. Was geschehnt ist, ein Mensch, das heißt, Zeit, das hat er nur Ki'ili, weil er geht mit seinem Kind, but really, if the kind of the horse, you know, it's a pass, nicht so gerne allein auf America, und mit dem Kind zusammen kann er gehen. Für andere, living vicariously means, ein Mensch sucht, ich kann nicht kommen, als er anders an mein Geschäft. Aber wenn ich wollte, wenn er hat, wollte er retten, als er sei. So if you want to do it, go do it yourself. You don't want to do it, mach nicht jenem dann Korben to do it, as if the way you would do it, if you would do it. Ich bin ein Heiliger bei Schäfer, der Master ist um 10 Jahre alt, der Business steht noch, ich mache es um Matzlich, als feiner Wahl. Wissen wir die Liste von meinen Wabs-Friends? No. You know them? So now, a consultant has, b'chashem, again, I'm talking in general now, just like a lawyer. Wieso kann ein Lawyer doch suchen, wo ist das in der Saffa? Der hat doch kein Mensch gehabt in der Saffa. Something called case law. Case law means that there's lawsuits that happened in the past, the judge who passed, so and so on. And the job of a good lawyer is he looks to the case law. L'hab, l'aluch is auch, do they sag? Is ochet. Dit is eigenlijk een luchte. We hebben het ochet dus in law. Law is based on old law, which is based on Torah law. But okay, to understand what a judge should pasken in such a case. But if you think about it, every single case has a wrinkle, a pesach that's different than the previous case. So there's no way any consultant or any lawyer, it's always different. But you take the experience that you have and the knowledge that you have, and you try to apply it to this case. Er gesagt, das ist ein Example, jener Consultant hat gesagt, zu feiern einen Employee, sagt, dass der Employee hat gewachsen zusammen mit dem Business, gewisse Sache von dem Business, aber viele sind work und nicht gewähnt. So first of all, the word system is a shatai, which saves you significant time, energy, money. S-Y-S-T-E-M, saves you significant time, energy, money. Let's cut out the Shalini Begadni for now, you're bringing me to a different time of year, Pidum's coming. Let's sing Gips. Let's leave the Shamni Begadni out of this. Fatten to the Choif. I'll write it down. Schmidt. We don't even say a Shamni Begadni. It's Shabbos. The whole year is Shabbos. When you. Aha. But nach the Schreudisch, it's 15 reasons not to say Shamni Begadni. Fine. Okay. System. Thank you. A business mind. Was the chilek for a mensch, which is a professional, a doctor, which is 8 patients, I'm out of guilt. Was the chilek for an employee, a self-employed mensch in a business? Was the chilek zwischen sei? A business mind, as ich can hire menschen, lass mir suchen, ich mache auf a babysitting business. Ob ich can zuhlen a babysitter $10 a shoe, und ich kann bekommen von jeder babysitter mit 3 Kinder $5 a shoe, und ich kann machen auf jede babysitter, was haben 3 Kinder, $5 a shoe per babysitter, ob ich hab ein babysitter, mache ich $5, ob ich hab 10 babysitters, mache ich $50. The point of what a business is it can hire people that will do the work that you need done for less than the amount you'll make of other people from them doing the work. So basically, if not, you have a good job that you grad are your own boss, but you don't have an actual business. The business doesn't need to grow. You can delegate an arbeit for other menschen. You can make geld of the menschen. Hire someone. No. Or if a doctor's office, and jede patient comes to none, he bills the patient $200. Or if you choose the doctor $200 a patient, your business is not making any money. If you're paying the doctor $190 a patient, and you're making $10 per patient, then if you have 5 doctors, you're making $50 a patient altogether. If you have 100 doctors, you're making much more than that, right?
That's the nekida of what a business really is. And many people don't understand that. They don't understand all they have is a very good job, and they don't have a boss yelling at them to come on time, but they don't really have a business. But the sachmos do as achvos is the mushal products, yeah? Products, that's the investment in the ganze products. And zirik to machen the profit of the product, is zelbe zach wie the employees, but you have to risk the whole investment. Not right. Zes du azami zach machen, aranleigen dem Arbeiter in dem Comfort Zone, als er soll wellen stippen dein Produkt, wo die es gemacht, als er soll dir wellen machen Geld. Das meint, die machst auf zwei Wegen. Die machst number one auf dein Arbeiter und die machst number two auf dein Product. Ja, aber wenn die verkaufst Cookies, ja? Ja. Dass die investen jedes Mal in eine, können wir das erste Mal, dass die investen in eine Maschine, ja? Zehnlige Tausende Dollars, ja? Okay. Und nachdem, dass die investen jedes Mal in den Run von den Cookies, ja? Sie machen die Cookies. Jetzt, die machst nicht auf den Employee, die machst auf den Product. Okay, the so. Product zu tausend Employees, so. Ein Minute. Ich hab fünf Sales lot. I'm afraid to hire enough of sales lot. What does that really mean? The cookie machine stays the same, right? Mm-hmm. So why am I hiring more salespeople? Because I assume that the salespeople will bring in more money to my business than it's going to cost me to pay them salary. That means there's a spread there. That's what business is. And there's one more thing. Die nehmen demselben cookie, die legst just drauf noch Amin cream on top. Als gunisch getien, hast demselben run, selbe cookies, selbe business, alles so. Als just zige like them touch. Als der Water gemacht, du hast den Brain, wenn du so zu nehmen, demselben Produkt in Nacht sitzen legen und dann wir sagen... Also wie es steht, the businessman will take a strawberry and make strawberry juice. Yeah, strawberry juice and sell it for $2.50. The entrepreneur will make a cocktail and sell it for $8. Ich habe einen Client, wo es hat ein Business, ist in der Business des Achjurens, respected business, and I wird schon genug Geld, dass will übergeben den Business für seine Kinder. And we had a serious discussion about succession planning, the Zina and the Eidemann, the whole situation. And so gekommen, so gewesen, ich habe jetzt eine gewisse Dig mit dort, was ich will du jetzt reden für. Ich habe jetzt ein Beispiel von einem Dentist. Wenn die Geist ein Dentist, okay? Wenn ich mein Kind, wenn du ein Barpark, ein Dentist, Dr. Jenko, auf 14th Avenue und 56th Beirich, leben wir gerät in dort, hat schon du. Der zweite Dentist ist sicher, der eine Dentist ist sicher, ich bin kein Jid, so, but, ja. Ich muss sagen, oder mehr, but, ich bin nicht auf dem Wollen. You can't confirm. And, wenn die aus der Dentist, die kommt zum Dentist, die kennt den Dentist als zweite Wollen. Ein Tag kommt zum Dentist, kommt dann zum zweiten Mensch, ja, I bought this practice. You just open your mouth and let him work. And if you do, do you come back again? No. You don't. The way to sell a dental practice, how do you figure out the value? The value of a dental practice is figured out based on how many people come back to the new dentist a second time. That means you have to come, you have to like the new dentist's, let's call it bedside manner, like I'm a dentist, maybe it's not called it by dentist. You have to like the dentist enough to come back a second time. For every patient that comes back a second time, the practice is worth, pick a number, $350 per patient. But you don't know that till after the dentist sees them the second time. Now, when somebody has a business that they see as a very successful business, but really people are coming because they want to talk to that person, he doesn't have what he thinks he has to give his kids because it's like a dentist. You're not coming. So what you have to do is you have to bring in the new dentist, and the old dentist, if he dies in a car accident, it's worth almost zero. You bring a new dentist alongside the old dentist. And when people come in, they go to their current dentist, I'll find a oil, and meanwhile they see the new name on the sign, they see the Dr. Paritzich in the back, that Kim Teros patient's coming, going. The next time the patient calls, he says, hello, my tooth hurts. The receptionist says, Dr. ABC is not available, but Dr. Z, XYZ is available. And slowly, slowly, you start porting the patients from one dentist to the other. And then when the older dentist retires, the younger guy is left with all the patients. But it has to be done with chochma. The exact example, geschehen zu meinem Dentist, und ich habe schon verloren Trust anymore. Sometimes it's but ich habe getan dieselbe Idee mit dem Podcast. Aber immer in so einem rausgenommen neuen Platz, der wurde mir gefragt letztes Mal, wo es der neue Platz ist. Noch ein Schwede, die Furniture hat uns gewinnt schon morgen, hopefully. Ja. Yeah. So, der friedige Podcast, Episode 16, haben sie gehabt den Tisch von der alten Studio und sie haben gehabt den orange Bänklich. Der Podcast hat man den Tisch und man hat schwarze Bänklich, weil das geht an der neue Bänklich, was uns gar nicht so viel jetzt erwarten. Jetzt, der nächste Podcast geht man hoffentlich oben der neue Furniture, so die Menschen gehen sagen, sie gewohnt, als uns gar nicht oben. Geschmuggelt. Exactly. So, Sanisch Brügge, ich kann jetzt suchen.
Can't see how's Ambrogus. The expression means bederich klal is nobody cares besides you and your shvige. Nobody cares about the chairs, nobody notices, nobody Zayge. Cares. The content. The people that are in it, they know. Says Divai Zaigi, the Tishig Venazo, Yenamul Ven under the mic. Most people don't pay attention to these things. Which is why when some of my clients are obsessed about ads, they obsess, ich mein Sitavzan. Do what you want. If you want to become a business consultant, you pay me for my time, I'll teach you everything. No secrets. I'll tell you, Belina, everything I know. But if your goal is to succeed in what you're doing, then don't nitty gritty about things that, just trust me, I know what I'm doing. I have no problem either way, but just figure out where you're headed. Nobody cares, I told the guy. I said, nobody cares, says you and your shvigi. Happens to be, as the podcast, and Zaysach mentioned Arangeti, mentioned following us, and mentioned comment and email. You have no idea the feedback. So, because in Tzahom and Azach, we say super fans. Super fans, Azach, was a sach more powerful than regular fans, because as in Zaira Rangeti in a certain Zach. A thousand true fans, no? Exactly. So, in the podcast, in Zaysach, we have been upset, as in Tzahom, we changed the studio. And that's why. Fia Shalima. Huh? No, seriously. People told me, mentioned me, this is me boring. He's like, oh man, in the comments. This is the effect of the game. I've asked him, when you find him, say, how long is Yiddish entertainment? I'll give it all I got. Well, this is what I'm doing. He says, do as we for Vize kriegen. En de enige zaak wat ze wet is halten, is niet de wassen wend, of de gele orange bankelijk, of de zaam gorgeous pinky shirt. Which I love very much, by the way. Thank you so much. Thank you so much. De zaak is Yiddish entertainment. En we nemen wat gebrengt. Een of ons kan ons brengen. De look van de businesswelt op een Yiddish weg. Als er is al eens guiden, geef me een beetje zijn ins. Wieso is het is, als men kan brengen business of anything in perspective van een schaam die we gaan niet, to the next level. Yes? Any person that's listening to this, that if they weren't listening to this, would be listening to something else that would be less kosher than this, every minute of listening or watching that's done of this is a mitzvah. Yeah. 100%. I'm with you. 100%. Ik ga er zoeken nog meer. Ik ga het tisch above. Aber gehad anan shuadiga project. Segelafen sam tershi rumstein. Bekitzer, it was 9 hours and 20 minutes. Zegoin fin chatzals, bis a shu noch ausfasst. 31 interviews mit Holocaust survivors. A video, the erste mal released in Yiddish. Zaysach menschen, zain reinkim zu mir, zain sogen, jede Tischbauf watschen zain alle meine Sachen. They you Tischbauf, because ich bin a zain interessante program, in screen apps, you know, was zain gekennt watschen. Aber ich habe weggenommen, andere Sachen von sein Watschen, because of this program. Der Chizik, was das geht, it's unbelievable. Yeah. So I guess, in some schon gecovered mainly, ja, yeah, for the episode, was quite, we'll cover it. Quite a lot of detailed information. Yeah, Moshe was going happy. So I want to still mention I'm two things. Happy. One is that a business, here we go again, it's the example before I do it, not on purpose, but Leman, the ID, you should see how it happens. A young man came to me, I had helped my business, I had money, I had a business. Okay. We started talking. It overgesigned by Amazon, 6-7 companies, sending suppliers in the industry, in business. Jeder eine zu werden, approved customer, darf man order a minimum $20,000 wird für Schreuder. So basically, he spent $100,000 buying Schreuder, and now he's coming for a thing because the business is not working out. I said, how many customers do you have? He said, you're not going to believe me. So I knew already he has 10, 20. I can't say anything. Tell me, how many do you have? He says, zero. He never had a customer yet. He spent all his money buying thing. He never had a customer. So I said, so it's not really a business, meaning he said he had a business. So I assume a business has a certain meaning. You have customers. He says, yeah, but now I'm stuck. I told him, this is what I told him. He said, "Nema andere product, nicht die verkauft, weil die verkauft sei teure, unique products, sei schwer zu verkaufen. You have to take a different product." So I don't want to give an example in his industry. I'll give an example in a different industry. So let's assume that you sell very high-end mics, and they start at $1,000. How much does this cost? By the way, I have no idea. How much does this cost? With the mic, yeah, about $500. $500. So if this is your entry-level mic, $500, then a guy who's not looking to make a professional level podcast is not going to buy it. Mm-hmm. If you want to get him in the door, what you have to do is you have to sell mics that cost $50 and put an ad in every paper
that says $50 mic, good mic for a beginner, whatever. When a person calls you from that ad, you say, ask him questions. You don't just sell a $50 mic. What kind of mic? What do you need it for? Okay, we have a $50 mic. Then we have a $500 mic, which is a lot more than 50. But if the $500 mic has this benefit, then he makes a decision if he wants to go to cheaper mic or the more expensive mic. The cheaper mic is just the mic and that's it. The more expensive mic, in the future, you could upgrade it, you could add, you could this, you could that. Bakshami did it and Bakshami worked. So that's an example of what from the same product line? Are the for example, if you have a mic and a wire, accessories, the stand is... You can't put an ad in the paper that says, you know... Mics cable. And accessories. Anyway, the point was, in his particular industry, let's assume he sold central air conditioning. Mm. So I told him, sell window air conditioning. He said, yeah, but I don't do my central. I know. The point is, first find people who want air conditioning. So cost air conditioning. And then when you have air conditioning, some will buy the cheaper one, some are more expensive, but you'll get your name, you get your reputation out. Upsell people. Right. Got it. It's very hard to take someone from a $9 product, from a $10 product, a $500 product, but from 9 to 49, and then 2 minutes later, from 49 to 499 is not so hard. As we the verkaufen da lees. Right. Very good. So ein Kasch was Menschen haben reingeschickt, ich weiß nicht, man soll das fragen. Of course you should ask that. Is opening a podcast a good business decision? How much time do we have to answer the question? Minus 15. We have another episode. If you want to come back? This is going to be the 26. This is going to be the last question for tonight. Episode 26. Actually, we're going to answer this by episode 26. No answer now. I don't have any questions left. Yeah. Okay. Having a podcast builds authority. Having a podcast, or for example, my Komalas Shmis as an example. I used to, Why? Because when I write in the Hamodia, the person doesn't get to hear my voice. Because I wrote for them 500 articles or something, something like that. But when you are in the Hamodia, the person reads your article, he doesn't see your voice, he doesn't see you, he doesn't hear your voice, he reads it. And you have 800 words to get a message across. I don't know how many words, I'm from Brooklyn, so I speak pretty fast. I don't know how many words I said in this podcast, but it's probably 50 Amodia articles. So they get 50 times the amount of words. They get to see what I look like or hear what I sound like and feel that much more comfortable with me. And therefore, to go back to answer the question as far as podcast, when people get to see you and people get to... They get a feel for you, you know. The guy in the gas mentioned Kenanoch, even though I don't know them. People came to the mitzvah, and they came to say Mazel Tov. And I felt very good, very gratified. That's to mention, people feel close enough to come. Connection. But that can only happen in Mansi. No? It's not really true, because Baruch Shem Echo B'yedavoch, Kemat Yedavoch. Other Shabbos guests mentioned, and a lot of that comes from my speaking. Basically. Yeah? Yeah. Wow. I made sure to have it. But very nice. Call it come on. Where did you eat a cheesecake? I don't know. Maar heb ik iemand? Hij heeft een picture op een screen. Please like niet. Ooit ben de picture zeggen zoals. Don't worry. Dat is ons beste via hand. Nee, ze gaan weer in de picture. Wat met cheesecake? Nu. Nee, ze hebben mini cheesecake, de Milky Way. Shout out to the Milky Way. So now. Podcast is authority, along with don't see a shamni begadni. Authority, scarcity, consistency, reciprocity, social proof, and liking, among others. Are different tools in psychology a mensch can nutzen to verstehen sich allein besser in leben sein besser in verhindern sein besser in business, sei als customer and sei als vendor. Now, is a podcast a good business idea? The answer is like this. If the podcast is a business because it makes money, it's obviously a good idea. If a podcast is something you're doing because it brings in customers to something else, so if the Mushal you see after every podcast, you get 502 phone calls more than you usually get, people who want your choir at the next Simcha, then obviously it's a good business decision. But as I told one of my clients, and one of them I mentioned before about giving the business for the kinder,
Ihre Gemeinde hat zwei Businesses. Ein Business zu das und ein Business zu das. Und ich habe mir Masbe gewähnt, er hat ein Business. Und der zweite Business macht kein Geld. Der zweite Business hat bringt Traffic. Also wie ich fliege, so wie ein Air-Conditioner. Noise. Tool. Brings also people in. Like it's part of a sales funnel. So you have to understand, it's not two businesses. If you want to look at it as two businesses, then every time that business sends customers to that business, you have to give him 25% commission, because otherwise, then you say it's a business, because it has a way to get, but if it's its own business, then if he sends customers to a different vendor, initially under the business owner, he has to, if he can make more sending it somewhere else, he should be sending it somewhere else, because again, you have to be able to see everything for what it is. Is a podcast a good business decision? It depends if it's either making money or bringing in customers that are giving you money for something else. If it is, it's a good business decision. If not, then you can do it because you enjoy it. But as far as a business decision, it wouldn't be a good decision. So don't give away if it makes money, because you might build your own competition. So if you make a podcast about Kegel and you decide to make a product of how to cut Kegel and you advertise that business organically on that particular podcast, it might be a very good match one for the other. You heard it. Mm-hmm. We will start making a podcast about Kegel. Nein, es gab mir Verkäufer. Ja, so. I wrote that down. Ich kann euch von darauf kommen, der zweite Mal. I really appreciate it. Und ich weiß, dass wir kommen jetzt in Etzes Ruhl mit einem busy schedule. Und der Geist hat ich dann schon mit Hashem. Ja, mach ich. Und wir sind gegangen back and forth, wenn das ja zahlt, wenn das nicht zahlt. Und bruch Hashem. Ich kann euch zu Enkel, für euch schon noch ist. Ich habe schon gekommen, habe geplant, habe gekommen. Ja, so, it's amazing, als er geschehen. Und Raab, ich helfe, muss auch kennen, dass man schon sagen. Sehr gesund.